Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte schon längst dieses Video abdrehen, kommt leider viel zu spät. Das sind jetzt die Moodboxen von Januar. Allerdings meine ich zu wissen, bin mir leider nicht sicher, da müsst ihr mal gucken, dass wenn die Moodboxen dann im Januar rausgekommen sind, dass im Februar diese Sachen dann, die in den Boxen drin sind, im Shop einzeln zu kaufen gibt. Müsst ihr mal gucken, ich bin mir da wirklich nicht sicher. Ich wollte die Boxen auf jeden Fall abdrehen. Ich hatte auch schon ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise geswatcht habe ich die schon. Das Motto für Januar ist, so sieht's aus, Hollywood Glam. War das die Box? Ja, genau, die Box war das. Ja, da habe ich mich nämlich fürchterlich aufgeregt. Wie gesagt, ich hatte die Sachen schon geswatcht und mir ist aufgefallen, dass ein Lack da doppelt drin war. Dafür fehlte natürlich ein anderer Lack. Natürlich war das mein Favorit, der nicht drin war. Hab mich mit Pretty Nail Shop in Verbindung gesetzt, hab den Lack zugeschickt bekommen, aber trotzdem ist sowas ärgerlich. Ja, deswegen, ich habe die letzten Monate sowieso Probleme irgendwie mit dem Shop. Irgendwie fehlt immer was oder ist das Falsche zugeschickt worden. Das hatte ich die letzten Monate, wo ich was bestellt hatte. Und irgendwie habe ich dann auch keine Lust mehr. Ich hatte jetzt im Februar, habe ich jetzt mal keine Moodbox gekauft, aber ich muss sagen, da musste ich mich echt zusammenreißen. Aber ich habe sie nicht gekauft, weil irgendwann ist echt mal gut. Ich habe keine Lust, mich da monatlich aufzuregen, weil irgendwas schief läuft. Jetzt zeige ich dir aber die Shellacke und die Swatches dazu. Ich hoffe, du hast Spaß. Dann fangen wir mal direkt mit dem Lack hier an. Das ist Tender Violet. Das ist auch der Lack, der doppelt drin war. Klar, der ist schön, aber man braucht ihn ja nicht doppelt. Ein richtig schöner Fliederton. Der sieht so aus. Und jetzt gucke ich auch direkt nach dem Swatch. Die habe ich nämlich hier alle draufgelegt. Das ist der Swatch dazu. Jolifine Tender Violet. Dann haben wir hier auch einen wunderschönen Lack. Der heißt Topcoat ohne Schwitzschicht Mystic Glam. Auch einer meiner Favoriten. Was ich auch mittlerweile schade finde, was mir aufgefallen ist. In dem Fläschchen sind leider nur noch 10 ml drin und nicht mehr 12. Finde ich richtig schade. Der sieht so aus. Auch einer meiner Favoriten. Und der Swatch dazu, das müsste der sein. Ja. Der sieht so aus. Dann haben wir einen nudefarbenen, oder? Flexible Builder Silky Make-up. Der sieht so aus. Der gefällt mir auch richtig gut. Ein Fineliner Glamour Gold. Eigentlich ist Gold nicht so meine Favorite Farbe, aber den finde ich richtig schön. Mit so einem Fineliner Pinsel. Tender Ivory und der Swatch dazu. Hier haben wir einen rötlichen Lack, Fashionable Red. Also das ist mal wirklich ein Knallerot. Der wird schön zum Valentinstag richtig passend. Und der Swatch dazu. Das ist Cat Eye Glamorous Sparkle. Und der Swatch. Jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, ich habe gar keinen Magneten benutzt. Dann haben wir hier einen schönen pinken Lack, Thermo Berry Violet. So sieht der Lack aus. Das ist der Lack im kalten Zustand. Und wenn ich den jetzt hier reinhalte, dann verändert sich die Farbe und das ist warmes Wasser. Und da sieht man auch direkt den Unterschied. Dann wird es lila.
Kommen wir zu den letzten zwei Lacken. Das ist ein richtig toller grünlicher Lack. Der heißt Topcoat ohne Schwitzschicht Flash on Green. Ne, Flash on Sage Green. Und der Swatch dazu. Und kommen wir zu dem letzten, also meinem Favoriten quasi. Das ist dieser hier. Der heißt Silky. Nee, also das kann ich mal wieder nicht aussprechen. Ihr seht ja, wie der heißt. Dieser Zungenbrecher. Und der sieht so aus. Mein absoluter Favorit. Und der Swatch dazu. So, und jetzt zeige ich dir die normale Moodbox. Das Motto lautet Star Signs. Die Swatches dazu habe ich auch schon gemacht. So. Das ist das erste Teil. Das sind Sticker. Das sind quasi die Sternzeichen. Da müsste ich aber auch erstmal googeln, was was ist. Fisches, Virgo, Libra, Leo. Auch das wüsste ich sogar noch. Taurus müsste Stier sein. Stier bin ich vom Sternzeichen her. So, hier haben wir die nächsten Sticker. Auch in Gold. Hier haben wir den ersten Shellac, der heißt Pure Blue Air. Ein richtig schönes Himmel-Babyblau. Hier haben wir ein richtig schönes goldenes Glitzer. Ein Dulifin Farbgel in der Farbe Nude Brown Earth. Ein Farbgel Pure Red Fire. Dann haben wir hier noch einen wunderschönen Glitzer. Dann haben wir hier nochmal einmal Wraps und eine Stampingplatte. Das ist die Nummer 158 mit verschiedenen Sternzeichen drauf. Dann haben wir hier nochmal einen Shellac, auch eine sehr schöne Farbe. Pure Blue Water heißt die. Haben wir nur noch ein Teil und das sind hier so Einleger. Das sind so wunderschöne Einleger. Das sind alles, ich glaube wirklich Sternzeichen, ja. Sehr schön. Und jetzt zeige ich euch noch die zwei Swatches. Das ist einmal der Pure Blue Air, der etwas hellere Shellac. Und den Pure Blue Water. Von den beiden ist das hier dann mein Favorit. Das waren die beiden Moodboxen für Januar. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zuschauen. Tut mir halt wirklich nur leid, dass das Video jetzt etwas später kam, aber ich kam da leider nicht zu. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Hab mich gefreut, dass du vorbeigeschaut hast und sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss!